Marion Fussenegger, Dorwirre, derzeit zum Studium in Wien. Ohnmacht. Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt aber, es ist warm. Blumen blühen, Bäume sind grün. Man merkt, der Frühling ist da. Ich laufe durch Wien, schaue mich an und genieße das Wetter. Spontan entscheide ich, ein bisschen zum Anhocken. Im Motivpark gibt's Bänkle. Nachdem ich den Rucksack abgestellt und mich angeguckt hier, ziehe ich mein Handy raus. Eine Benachrichtigung vom Standard. Ich schaue rein. Das Erste, was mir ins Auge springt, ist wieder Krieg. Das Wort ist überall. Ich denke darüber nach, was die Leute durchmachen müssen. Mein Leben läuft zumindest halbwegs normal weiter. Aber wie geht das? Wie geht es, dass ich jeden Tag aufstand, auf ein Werk gang und nicht mit ein Werk für uns ist Krieg? Und warum kann ich lachen, mich freuen, obwohl ich genau weiß, wie viele Leute gerade leidend, sterbend, auf der Flucht sind oder um jemanden aus der Familie trauern? Ich kriege ein komisches Gefühl im Bauch. Meine Gedanken ziehen mich ab. Gleichzeitig scheint mir die Sonne an. Wenn ich früher an Krieg denke, hier, ist all die Illusion da gewesen? Die Leute, die im Krieg kämpfen, kämpfen einen grusigen Tag. Es regnet vielleicht oder schneit sogar. Das würde zumindest zur Stimmung passen. Und warum geht das auch dort Tag, an dem die Sonne scheint, wo doch alles grau und dunkel sie sind? Ich kenne das nicht. Ich habe über den Ersten und Zweiten Weltkrieg in der Schule gelernt. Manchmal hat mir der Europa davor erzählt, wie das gewesen ist im Krieg. Ich selber bin behütet aufgewachsen und hier nie mit dem Krieg mit in Europa gerechnet. Es hat mich desillusioniert und jetzt weiß ich nicht, was tue. Ich informiere mich, tue das, was ich kann, spende, aber irgendwie fühle ich mich ohnmächtig. Ohnmächtig, weil ich nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll, wie ich reagiere, was man für die Leute wirklich tun kann. Kann man überhaupt wirklich etwas für sie tun? Ich schließe die Augen und bin in einem Tunnel gefangen. Ich habe das Privileg und Glück, dass ich das nicht hautnah erleben muss. Aber ich bin nicht rübig. Langsam nehme ich meinen Rucksack und stand auf. Ich laufe trotz allem weiter in Richtung von meinem Lehrer.